Hey, hallo. Ist das ein Vogel? Ist das ein Flugzeug? Nein, Achtung, Haus! Nein! Ah! Superman bezieht seine Kräfte aus der elektromagnetischen Strahlung der Sonne. Aber ist das theoretisch überhaupt möglich? Ein Forscherteam der Universität Leicester hat das jetzt mal genauer untersucht. Superman stammt ursprünglich vom Planeten Krypton, der um die Sonne Ra'o kreist. Dieser wird in den Comics manchmal als roter Supergigant bezeichnet. Nimmt man Sterne als schwarze Strahler wahr, so gilt nach dem Planck'schen Strahlungsgesetz, dass rote Körper weniger Energie freisetzen als weiße wie unsere Sonne. Deshalb bekommt Superman von unserer Sonne viel mehr Energie und das soll auch der Grund für seine Superkräfte sein. Er wird durch unsere Sonne aufgeladen und ist quasi ein biologischer Akku. Zum Aufladen schicken wir unseren Superhelden jetzt mal 30 Kilometer in die Höhe. Denn dort beträgt die Dichte der Luft nur 1,5% im Vergleich zur Erdnähe. Deshalb ist die Wirkung der Sonnenstrahlen dort auch erhöht. Alleine die Energie, die nötig wäre, um sich in dieser Höhe aufzuhalten, beträgt 200 Milliarden Joule. Um diese Energie mit der Nahrung aufzunehmen, müsste er 12 Tonnen Zucker essen. Da würde ich mich dann doch auch lieber einfach etwas sonnen. Seine Körperfläche, die von der Sonne bestrahlt wird, beträgt ungefähr 0,8 Quadratmeter. Die Energie, die die Sonne auf diese Fläche überträgt, sind 31,5 Millionen Joule. Also viel zu wenig. Das wären gerade mal 1,8 Kilogramm auf unserer Zuckerskala. Superman bräuchte einen Wirkungsgrad von sage und schreibe 657.000%. Das widerspricht dem Energieerhaltungssatz, einem fundamentalen Naturgesetz, das besagt, dass sich die Gesamtenergie eines geschlossenen Systems zeitlich nicht ändert. Energie kann also weder erzeugt noch verbraucht werden. Superman ist auch eher dafür bekannt, dass er sich an Gesetze hält, die von Menschen geschaffen wurden, anstatt an Naturgesetze. In dieser Hinsicht ist er also ein Gesetzesbrecher, dieser Schlingel. Böser, böser Junge, böse, böse. Superman kann aber nicht nur fliegen, sondern auch mit seinen Augen Laserstrahlen erzeugen. Laserstrahlen kann man auch jetzt dazu nutzen, um verschiedene Sprengstoffe zu erkennen. Was Superman wahrscheinlich schon lange kann, können wir jetzt auch. Nämlich mit Hilfe von Lasern Sprengstoffe aus sicherer Distanz bestimmen. Wenn wir, oder ja, Superman auch, einen Laser auf eine Substanz richten, dann wird die Strahlung an den Molekülen bzw. Atomen unelastisch gestreut. Diese Wechselwirkung sorgt dafür, dass eine Strahlung mit einer anderen Wellenlänge entsteht. Das ist die sogenannte Raman-Strahlung. Die abgestrahlte Wellenlänge ist charakteristisch für verschiedene Substanzen. Analysiert man die gestreute Strahlung, kann man daraus schließen, um welche Substanz es sich handelt. Bis jetzt war das allerdings fast unmöglich, denn nur eines von einer Milliarde dieser Lichtpakete, den sogenannten Photonen, ändert durch diesen Effekt seine Wellenlänge. Jetzt gelang es einem Forscherteam aus Texas, einen Laser zu entwickeln, der dieses Verhalten begünstigt. Mit diesem neuen Laser haben sie es geschafft, unter Laborbedingungen verschiedene Substanzen aus einem Abstand von 400 Metern zu bestimmen. Die Forscher erhoffen sich dadurch eine Möglichkeit, Sprengstoffe aus sicherer Distanz zu bestimmen, wie beispielsweise aus einem Flugzeug. Eine ganz andere Art von Sprengstoff ist der zurzeit sehr medienpräsente Ebola-Virus. In letzter Zeit gab es unzählige Berichte zum Thema Ebola. Aber irgendwie wurde die Frage, was der Virus eigentlich im Körper alles anrichtet, nach aktuellem Wissensstand, für mich nur unzureichend erklärt. Deshalb versuche ich das jetzt mal etwas besser zu machen. Der Ebola-Virus findet sich vermehrt in Flughunden. Flughunde zählen zu den Fledertieren und sind die einzige Ordnung der Säugetiere, die fliegen können. Zum Fliegen benötigen sie einen speziell angepassten Stoffwechsel, da Fliegen sehr viel Kraft kostet. Die erhöhte Stoffwechselrate macht sie widerstandsfähiger gegen virale oder bakterielle Angriffe, sorgt aber gleichzeitig dafür, dass sich ihr Körper manchmal auf bis zu 40 Grad erhitzt. Dadurch überleben nur sehr robuste Krankheitserreger, welche für uns dann umso gefährlicher sind. Der Ebola-Virus ist, wie der Name schon sagt, ein Virus. Im Gegensatz zu Bakterien kann sich ein Virus nicht selbstständig vermehren. Er muss eine Wirtszelle umprogrammieren, sodass sie lauter Viren herstellt. Dafür hat er spezielle Proteine an seiner Hülle, die ihm erlauben, quasi jede Körperzelle zu infiltrieren. Besonders gerne nistet er sich in die Zellen der Blutgefäße ein, was verheerende Folgen haben kann. Forscher der Washington University in St. Louis haben erst vor kurzem herausgefunden, wie der Virus es schafft, einen Teil unseres Immunsystems komplett abzuschalten. Wird ein viraler oder bakterieller Angriff von unserem Immunsystem erkannt, so gibt es eine Direktleitung vom Äußeren der Zellmembran direkt in den Zellkern
und es können verschiedene Abwehrreaktionen ausgelöst werden. Der Ebola-Virus manipuliert diese Notfallroute und so wird der komplette Abwehrmechanismus der Zelle ausgehebelt. Eine weitere schreckliche Folge der Ebola-Erkrankung ist die Tatsache, dass er sich auch in Makrophagen ansiedelt. Diese sind Teil des Immunsystems und sobald eine große Anzahl an Viren produziert wurde, platzt die Makrophage. Dabei werden Interleukine freigesetzt, die die Wände der Blutgefäße durchlässig machen und es kommt zu inneren Blutungen. Blutgerinnsel bilden sich und Blutbahnen werden verstopft. Dadurch können lebenswichtige Organe nicht mehr versorgt werden und das ist dann auch meistens die Todesursache. Alles in allem ein wirklich schrecklicher Leidensweg. Glücklicherweise ist Ebola wirklich eine sehr seltene Krankheit. Und wenn nicht noch mehr Blödsinn passiert, wie dass einfach mal eine Ebola-Station gestürmt wird und 17 Patienten fliehen, dann besteht auch die Möglichkeit, dass in absehbarer Zeit dieser Ausbruch wieder eingedämmt wird. So, das war's von mir aus hier. Wissen auf den Punkt gebracht. Hey, und ich sehe gerade, ihr habt ja 2 Daumen. Wie wäre es, wenn ihr mir einen davon da lassen würdet? Und den anderen könnt ihr vielleicht dem letzten Video geben, wenn ihr wollt. Schaut einfach mal rein. Wir sehen uns doch alle hoffentlich wieder im nächsten Video. Macht's gut, eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.